Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Food Factory. Neu in Anführungszeichen, wir machen hier ein Remaster von einem Food Factor Classic Video. Und zwar eins wirklich der ersten Videos. Wir kommen ja jetzt langsam, wo die Food Factory wieder Geburtstag feiert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe momentan keine Zeit, neue Videos aufzunehmen, weil das neue Studio kommt. Deswegen gibt es heute ein Classic einfach neu aufgelegt. Und zwar mit meiner wunderbaren Stimme. Wir haben jetzt gerade, bevor ich hier so viel geredet habe, Zoodles gemacht. Ihr könnt die auch fertig kaufen, habe ich schon gesehen, gibt's aber. Ich habe eine Zoodles-Schneidmaschine mir extra für dieses Video gekauft und deswegen habe ich Zoodles gemacht. Ihr könnt natürlich auch nicht nur Gurke nehmen, sondern auch Zucchini oder Karotte oder was auch immer euer Herz begehrt. Und dann habe ich noch Kirschtomaten geschnitten und jetzt sind wir schon wieder beim Lachs und da gebe ich euch einen Tipp, kauft euch immer frischen Lachs. Frischen Lachs ist einfach viel geiler als TK-Lachs. Den schneiden wir jetzt hier in schöne Würfel. Hier war noch die Haut dran, was ich immer gut finde, aber ihr könnt natürlich eurem Fischverkäufer des Vertrauens fragen, ob er euch die Haut entfernt, wenn er euch das nicht zutraut. Aber ist auch kein wirkliches Hexenwerk. Ich finde, wir haben hier einen wunderschönen Lachs. Wenn wir eigentlich schon dabei sind, wegen dem neuen Studio, ja, ich weiß, ihr fragt und ihr kriegt Informationen viel über Instagram, nicht hier über YouTube, aber keine Angst, auch da kommt bald ein Video. Aber jetzt schnell den Lachs marinieren. Und zwar Sojasauce, Sambaiole und Pfeffer. Ich habe noch Austernsoße mit dran, fällt mir gerade ein. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, so einen fischigen Kick. Nicht, dass der Lachs schon fischig genug ist, aber ich finde Austernsoße oder Fischsoße gehört eigentlich immer so asiatischen Küche mit dazu. Dann geben wir das Ganze jetzt schön durchmengen. Ein bisschen was Frisches darf auch nicht fehlen. Koriander. Koriander könnt ihr übrigens auch gut ersetzen durch Petersilie, wenn ihr den Koriandergeschmack nicht mögt. Ich finde so asiatischen Gerichten passt Koriander echt gut. Zu anderen Gerichten wird es dann immer so ein bisschen ja, semi-optimal. Übrigens noch ein Tipp von mir. Mariniert den Fisch einen Tag vorher, tut den einvakuumieren oder luftdicht verschließen und lasst den im Kühlschrank richtig durchziehen, dass der Fisch das gesamte Aroma aufnimmt. Zu Fisch passt auch immer Dill. Ich finde, Dill ist so ein cooles Kraut, also oder Gewürz, wie man auch immer das nennen möchte. Ich finde das einfach auch geil, wenn man damit Sachen einlegt. Aber wir benutzen das für unseren Joghurt. Wir machen einen kleinen Dip noch dazu. Und jetzt überlege ich gerade, ob da so sinnvoll ist, das zu rollen. Denn ich habe ein Barmixer-Buch. Und da steht eindeutig drin, dass Rollen nicht wirklich hilft, dass man da mehr Saft rauskriegt. Die haben übrigens alle Methoden durchprobiert. Müsst jetzt nachgucken, mir fällt es auch gerade ein, welche die beste Methode ist, wie viel Milliliter man da rauskriegt. Auf jeden Fall, wir pressen so gut es geht und holen uns so viel Saft hier mit rein. Würzen natürlich den Joghurt mit Salz und Pfeffer noch ab. Ihr könnt ja auch ein bisschen Knoblauch mit reingeben, gibt dem Ganzen auch nochmal einen schönen Geschmack. Und dann tun wir auch noch ein bisschen Säure an den Fisch, denn ihr kennt die Grundregel sicherlich beim Fisch, die 3S, säubern, salzen, säuern und das haben wir jetzt sozusagen auch gemacht. Frühlingszwiebeln, der Klassiker bei asiatischen Gerichten, benutzen wir hier wirklich eigentlich nur als Decoration. Dann tun wir ein bisschen Sesamöl in der Pfanne jetzen, ihr könnt alternativ übrigens Zitronenöl oder Chiliöl oder Knoblauchöl oder was auch immer ihr so rumliegen habt. Ja, es gibt da so echt coole Öle, Sesam Roasted Öl, auch echt geil. Und dann bin ich ein Freund von nicht toten Lachs, also vom sinngemäß schon, aber ich finde immer einfach nur kurz in der Pfanne anschwenken, schön scharf, dann ruhen lassen, dass er noch innen drin schön glasig ist, finde ich mega geil. Dann kommen unsere Gurkenzoodles mit rein, da kommt jetzt ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen noch Zitrone, weil ich beziehungsweise Limette, weil ich noch übrig hatte. Es gibt den Ganzen auch eine schöne Frische. Außerdem ist dann auch das hier gleichzeitig unsere Marinade. Die Gurken verlieren nämlich jetzt ihr Wasser. Und während wir das Ganze jetzt anrichten, haben wir dann unten so einen richtig schönen, leichten, bekannten Sud. Dazu kommt dann jetzt noch unser Fisch. Und dann auch unser Bratensaft. Also ihr habt sicherlich Bratensaft in der Pfanne übrig von unserer coolen Marinade. Gebt es ruhig mit drüber. Das ist ein hammergeiler Geschmack. Und dann verteilen wir darauf noch unseren Joghurt-Dip. Und natürlich den Klassiker Sesam und unsere Frühlingszwiebeln. Und fertig ist unsere Lachsbowl. Ergänzen könnt ihr die natürlich immer mit dem, was ihr wollt. Ich finde, Bowls könnte ich eigentlich mal wieder öfters machen. War so ein schöner Zurückblick, das mal anzugucken, wie früher meine Videos waren. Also früher. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag in den, ja, in den Sonntag. Es ist heute echt ein bisschen schöner als gestern. Und vielen Dank fürs nochmal zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich bald schon im neuen Studio der Food Factory. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Hannes aus der Food Factory.